Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Luke da unten und ich, wir sind unterwegs an unserem kleinen Bächlein, was man hier hinten im Hintergrund schon sehen kann. Und wir möchten es ganz gerne probieren, mit der Fliegenrute auf Dübbel zu angeln. Wir haben schon wunderbare, schöne kleine Fische an der Oberfläche steigen sehen und auch die ein oder andere Größe schon mal wegschwimmen sehen. Und ja, wir haben es jetzt früh morgens. Wir probieren es mit erstmal einer kleinen Nymphe, probieren später noch Trockenfliege oder auch Nassfliege oder Streamer aus. Und ja, wir wollen jetzt erstmal anfangen, wir sind heiß, ihr begleitet uns einfach und ich würde mal sagen, los geht's. Also wir haben herausgefunden, dass wir zwar auf Nymphe und so ein Kram Bisse kriegen, aber da wir ja, Entschuldigung Luke, alles gut, einen Bissanzeiger verwenden für die ganze Nymphe-Fischerei hier, dass da die Döbel eher drauf gehen und wir haben die Vermutung, dass dann wahrscheinlich aus dem Beißreflex der Döbel vielleicht eine Trockenfliege besser ist. Luke hat jetzt schon eine montiert. Ich werde jetzt auch nochmal auf Trockenfliege montieren. Luke hat eine etwas größere, ich werde wahrscheinlich eine etwas kleinere dran machen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das zum Erfolg bringt, ne? Okay, ich würde mal sagen, montieren und los geht's. Oh, ein schöner. Oh, Leute. Ja, da hat es doch mit einem wunderbaren schönen Döbel auf Trockenfliege geklappt. Alter Walter. Und hast gesagt, richtig Wolle genommen, ne? Richtig Wolle genommen. Leider, ja. Ich wollte gerade nur ein paar Probewürfe machen. Oh. Ja, dann hakt ihr erstmal ab und dann können wir gleich erzählen. Jo. Alter, direkt. Das ist zwar eine etwas kleinere, aber wer den Döbel nicht ehrt, ist das Fisch ist nicht wert, ne? Mhm. Mhm. Auch wenn es jetzt so ein kleiner ist. Ist egal. Läuft schon, ja? Mhm. So. Uppala. Ja, wunderbar. Da hat es doch auch bei mir nach einem zweiten oder dritten Wurf mit der Trockenfliege geklappt. Ich habe sie abgelegt und dann kam der Döbel an und hat sie sich sofort weggeschlürft. Also die Theorie mit der Trockenfliege ist voll aufgegangen. Bei Luke hat es ja auch wunderbar geklappt. Er hat eine schöne große gefangen. Da war ich ja gerade am Montieren. Er hat ein paar Testwürfe gemacht und hatte gleich so einen fast 30 cm Döbel gefangen. Ne? Also richtig cool. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter. Die ein oder andere wird hier wahrscheinlich noch stehen. Und ja, jetzt ist der Luke wieder dran und vielleicht kriegen wir da jetzt auch mal einen Live-Biss drauf mit der großen Kamera. Also ich würde mal sagen, Trockenfliege wedeln und los geht's. Oh fuck. Das war eine große. Oh, hier geht's runter. Eieieiei. Direkt beim Aufkommen, ey. Mhm. Oh, jetzt. Oh, und wieder meine Technik. Ja, scheiße. Hast du verloren? Ja. Nein! Da hinten ist meine Fliege. Ah. Und warum denn deine blöde Technik, ne? Ja, mit weil dem, ich, weil mit ich dem nie, Mund festhalten. Weil ich nie den Finger hier habe.
Du machst mich sauer, ey. Das war ein richtig schöner Stieg, ey. Ja. Oh, ich glaube, den habe ich sogar drauf. Mann, ey. Da hat es doch mit einem weiteren schönen Döbel geklappt. Auf Trockenfliege. Uppala. Eieieiei. Sind zwar nicht die größten, aber schön, dass das so klappt. Ich bin fasziniert, ey. Krass. Da haben wir schon ein paar mehrere Bisse auf die Trockenfliege gekriegt. Einen dicken habe ich auch schon verloren. Das ist echt Wahnsinn. Luke hat eben gerade auch eine verloren, leider. Und mit seiner wunderbaren Technik. Ja, es ist Wahnsinn. Also die Fische sind hier, es sind viele da. Und ja, jetzt habe ich gerade einen Bow-Arrow-Wurf gemacht und die Trockenfliege schön platziert. Und dann kam der Biss, zack, oben. Ah, herrlich. Ich hoffe, dass wir noch die ein oder andere fangen werden. Vielleicht auch mal hier eine etwas größere. Oder, Luke? Hoffen wir mal. Ja, hoffen wir mal, ne? Ja, ich würde mal sagen, los geht's. Habe ich gehört. Da war das Schmatzgeräusch. Ja. Und beim Auftreffen, ey. Beim Auftreffen und dann sofort. Und dann probiere ich auch gleich mal einen Bow Arrow. Hat sich das doch bezahlt gemacht hier. Oh, die sind ja voll genommen. Ja, die hat die richtig voll genommen. Fliege gewechselt, weil die andere so ein bisschen kaputt war. Auf ein schwarzes Dekor mit blauen Flügeln gewechselt. Und der Döbel ist zwar klein, den machen wir gleich schnell wieder rein. Hab mir auch angekackt. Ja, hat geklappt. Luke, willst du nicht auch mal einen Bow Arrow Wurf ausprobieren? Ich werde es probieren. Okay, dann kann ich dich filmen. Let's go. Warum scheißen denn die Kleinen so? Ja, Luke, warum die kacken, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hast du einen schönen Döbel gefangen, ne? Jo, danke. Oder ist das ein Aaland? Nee, ist ein Döbel. Ist ein Döbel, ne? Ach, und voll gesaut. Und voll gesaut und auf Trockenfliege. Ja. Geil. Richtig nice. Geil. Nice, aber wo sind die Großen? Ja, vielleicht müssen wir nochmal eine andere Strecke fahren. Ja, wir haben die ja auch schon fast komplett abgelaufen, die eine Strecke hier, ne? Ja. Soweit ist es nicht mehr. Da machen wir noch mal die paar Würfe. Vielleicht kriegen wir da noch eine große. Was machst du denn da? Ja, die Schnur ist durchgerutscht. Gut, dann machen wir weiter, ne? Let's go. Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Jo. Schön. Da hat es noch mal mit einer schönen Trockenfliegen mit einem Döbel, nicht mit einer Bachforelle, aber auf die Trockenfliege. Ich mach das mal. Vielleicht erkennt man das ja. Ja. Uppala. Ein schöner Döbel. Ah, herrlich. Ich will eine große. Kein schlechter Fisch. Ja. He's stock. Ja, der Dickkopf macht alle sein Wort aller Ehre. Der lässt sich doch schon. Alter, und jetzt gerade so in dem Sonnenaufgang. Richtig geile goldene Färbung. Geil. Ja, Petri, mein Freund, ne? Dank. Jo, eine schöne. Luke, ich habe einen Fisch. Keine kleine, eine etwas größere. Ich freue mich. Etwas größer. Oder? Ja. Ja, okay. Entschuldigung, der Döbel war etwas größer. Entschuldigung, nicht die ist ein bisschen größer. Ja, ich bin immer noch auf dem Bachforellentrip. Aber wenn ich so eine Fliegenrute in der Hand habe, ist das manchmal so. Mensch, verzeih mir das. Er nickt mit dem Kopf. Nee, er verzeiht mir das. Wir haben fertig. Es wird immer heißer und heißer und heißer. Und die Bisse lassen auf jeden Fall nach. Die Theorie ist? Ja, morgens haben sie auf jeden Fall gut gebissen. Zwar erst auf Nymphe probiert, aber unsere Vermutung war halt schon, nachdem sie gestiegen sind, haben wir ja auf Trockenfliege montiert. Genau. Und dass sie jetzt, seitdem die Sonne so hoch gekommen ist, halt sehr, sehr vorsichtig beißen, beziehungsweise die größeren, auf die wir es eigentlich abgesehen haben, gar nicht mehr. Genau.
Am Anfang, heute Morgen, sind die Größeren hinterhergekommen und auch auf Trockenfliege, was uns sehr verwundert hat, aber was ultra geil gewesen ist, weil so viel Erfahrung in Trockenfliegenfischen hatte ich noch nicht, ne? Du auch wahrscheinlich noch nicht so viel. Nee. Die Bisse waren cool, das Schmatzen war cool, also war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis heute Morgen. Ja, und zum Mittag hin, wo jetzt die Sonne immer höher kommt, wir haben es jetzt ungefähr 12 Uhr, es ist ungefähr 30 Grad, hören wir jetzt auf, weil die Bisse haben auch nachgelassen. Und wenn, waren es wirklich nur diese ganz kleinen, die noch ein bisschen unerfahren sind. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall nochmal Wiederholungsbedarf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen da, haut was unten in die Kommi, Glocke aktivieren und ein Abo da lassen. Und mehr bleibt uns jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wir wünschen euch alles, alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.